created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. Vor langer Zeit bereiste Jesus das Land und lehrte die Menschen, gut zueinander zu sein und Gott zu lieben. Viele Menschen hörten ihm zu und lernten aus seinen Geschichten. Aber einige verstanden ihn nicht und hatten Fragen. Hey, ich hab da noch Jesus, eine Frage. Ich hätte auch Geschichte. Noch eine Frage. Wie hast du das gemeint? Was tust du, Jesus? Du sitzt bei Sündern. Wie kannst du ein Lehrer sein, von Gott gesandt, wenn du zu Steuereintreibern sprichst? Diese Männer nehmen unser Geld und geben es dem Kaiser. Wir haben gehört, du isst sogar mit diesen Männern. Sie haben Gott den Rücken gekehrt. Ich bin sicher, Gott will nichts mit ihnen zu tun haben. Warum du? Alle Menschen sind etwas Besonderes für Gott. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Hirte mit 100 Schafen. Aber er verlor eines von ihnen. Jesus erzählte davon, dass der Hirte alle seine Schafe sicher wissen wollte. Er suchte und suchte. Bis er es fand. Der Hirte veranstaltete eine große Feier, weil er das verlorene Schaf wiedergefunden hatte. Aber Jesus, der Hirte, hat nur seine Arbeit gemacht. Es herrscht mehr Freude im Himmel über einen, der verloren ging und wiedergefunden wird, der sein Leben für Gott verändert, als über 99 Menschen, die sich nicht ändern müssen. Jesus erzählte ihnen von einer Frau, die 10 Silbermünzen hatte, aber eine davon verlor sie. Als die Frau merkte, dass sie die eine Münze verloren hatte, war sie sehr ärgerlich. Sie verbrachte die ganze Nacht damit, nach der verlorenen Münze zu suchen. Sie ihre Freunde zu einer Feier ein, weil sie gefunden hatte, was ihr abhanden gekommen war. Und so fühlt Gott es mit den Menschen. Im Himmel singen die Engel, wann immer eine Person sagt, er oder sie glaubt an Gott und will ein besseres Leben führen. Aber Jesus, in deinen Geschichten haben der Hirte und die Frau sehr wertvolle Dinge verloren.
Und alle Sünder, besonders Steuereintreiber, sind wertlose, schlechte Menschen. Hört eine weitere Geschichte. Eine Geschichte von Vergebung und Liebe. Es war einmal ein Mann, der sowohl ein wohlhabender Bauer als auch ein liebender Vater war. Der Vater versuchte den Söhnen beizubringen, wie man sich um seine Sachen kümmert. Dankeschön, Ruben. Aber wo ist dein Bruder? Ach, Benjamin. Obgleich seine Söhne sehr unterschiedlich waren, liebte er jeden von ihnen genauso sehr wie den anderen. Der Vater hoffte, sie würden zu hart arbeitenden Bauern heranwachsen. Aber als der jüngere Sohn älter wurde, träumte er von fernen Orten. Er wollte nicht auf seines Vaters Hof bleiben. Der Sohn beschloss, sein Zuhause gleich am folgenden Tag zu verlassen. Vater, letzte Nacht hatte ich einen wunderbaren Traum. Tatsächlich? Was für eine Art? Ich ritt das beste Pferd der ganzen Stadt. Oh, es ist schön, eine Stadt zu besuchen, aber... Alle sahen mich an, weil ich gut aussah, klug und reich war. Ja, das alles bist du. Vater, das Leben auf dem Hof ist gut für dich. Du bist ein Bauer, aber es ist nichts für mich. Es gibt so vieles, was ich tun will. Und Orte, die ich sehen will. Oh, du willst uns wirklich verlassen? Ja. Du hast meinem Bruder und mir immer ein Erbe versprochen. Geld für uns. Aber das ist für deine Zukunft. Oh, bitte, Vater. Ich möchte mein Geld jetzt haben. Ich will noch heute in die Welt hinausgehen. Aber der Vater wollte nicht, dass sein Sohn ging. Es versetzte ihm einen harten Schlag. Ich danke dir, Vater. Ich bin reich. Hey, das ist nicht fair. Benjamin kann nicht das Geld nehmen und einfach so gehen. Wenn es das ist, was er will, soll er es tun. Sorge dich nicht um den Hof, Vater. Ruben wird hier sein. Aber ich sorge mich um dich. Ich werde dich vermissen, mein Sohn. Es wird mir gut gehen. Ich werde die Welt erkunden. Winke deinem Bruder zum Abschied, Ruben. Der Vater konnte nur hoffen, er würde seinen Sohn eines Tages wiedersehen. Ah, keine schmutzigen Hände mehr, keine Rückenschmerzen und keine Arbeit mehr.
Ist das nicht herrlich? Eine milde Gabe! Der Sohn war das erste Mal draußen in der Welt und er wollte alles kaufen, was er sah. Nun, was meinst du? Jetzt fehlt nur noch, dass man mich auf einem prächtigen Pferd reiten sieht. »37, 38, 39, 40.« Sie haben das beste Pferd in meinem Stall gekauft. Nun, ich verdiene auch das Beste, wissen Sie? Brauchen Sie Ihr Maultier noch? Nein. Es erinnert mich an den Hof meines Vaters. Ach. Keins meiner Pferde ist 40 Münzen wert. Mensch, dieses Maultier ist das Doppelte wert. Diesen Narren interessiert es nicht, wie er sein Geld los wird. Da sehe ich noch etwas zum Kaufen. Der Preis interessiert mich nicht. Ach, ich will, dass man mich heute durch die Stadt reiten sieht. Pferdchen! Vater, ich habe all unsere Tiere aufgelistet. Oh, danke, Ruben, das war viel Arbeit. Ach, ich habe gerade an deinen Bruder gedacht. Sicher vermisst du ihn genauso wie ich. Der Sohn gab immer noch Geld aus. Er hatte seine Lektion noch nicht gelernt. Es tut mir leid, aber Sie müssen gehen. Es warten Kunden auf mich. Oh, ich bitte um Verzeihung, Sir. Wie wär's mit einem großen, weichen Kissen? Der Junge dachte noch immer nur an sich selbst. Meine Damen und Herren, zur Erheiterung während des Essens, Bera und sein lustiger Affe. Ich muss diesen lustigen Affen haben. Entschuldigung, Sir, aber Sie sind seit einer Woche hier. Bezahlen Sie Ihre Rechnung? Oh, Sie wollen also Geld. Raus! Raus aus meinem Wirtshaus! Das! Behalten!
halte ich für die Rechnung. Nun war Benjamin alleine und sehr hungrig. Was mache ich jetzt bloß? Zum ersten Mal in seinem Leben musste der Sohn um Essen betteln. Nein, kein gratis Essen. Der Junge war so hungrig, er musste Arbeit finden, egal welche. Aber die einzige Arbeit, die er finden konnte, war die schlimmstmögliche. Also sowas. Ihr fresst wirklich wie die, naja, Schweine. Ich habe solchen Hunger. Danke, kleines Schwein. Ich habe mich so närrisch benommen. Ein Schweinestall ist schön, wenn man ein Schwein ist. Aber es ist nichts für mich. Auf dem Hof meines Vaters hat jeder, sogar die Aushilfen, einen Platz zum Schlafen und genug zu essen. Das ist es. Ich werde heimgehen. Vater wird mich nicht mehr zum Sohn haben wollen. Nicht so, wie ich ihn behandelt habe. Aber alles ist besser als das hier. Hey, vielleicht gibt er mir Arbeit auf dem Hof. So etwas wird mir garantiert niemals wieder passieren. So beschloss der Sohn, nach Hause zu gehen und hoffte, sein Vater würde ihn nicht fortschicken. Gott sei Dank, er ist zurück. Sir, Ihr Sohn kommt nach Hause. Benjamin, mein Sohn ist zurück. Mein Bruder ist zurück. Ah, das war keine gute Idee. Mein Vater wird sicher nicht mal mit mir reden wollen. Oh oh, zu spät. Ob er sehr wütend auf mich ist? Vater, es tut mir alles so leid und ich will dich nur um Arbeit auf dem Feld bitten. Man sollte mich nicht einmal mehr deinen Sohn nennen. Willkommen, oh willkommen daheim. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Was? Lasst uns alle feiern. Vater, ich verstehe dich nicht. Sorgt für Essen, reichlich Essen und holt Musikanten her. Mein Sohn ist wieder heimgekehrt. Aber der ältere Bruder war eifersüchtig auf Benjamin. Ah, geh mir aus dem Weg! Sag mir, hängt das Schild richtig? Nein, es ist falsch. Es ist alles völlig falsch. Der Vater hieß seinen verlorenen Sohn zu Hause willkommen. Und dem Sohn wurde klar, wie sehr sein Vater ihn liebte. Money, lost my way, left my house when I had it made. Just a slave to a broken heart till I found my father's open arms. Feels so good to be home again. No more.
and the world like the wind. I won't go back to where I've been. Feels so good to be home again. Feels so good to be home again. My boy is back, yes it's true. Set the table, prepare the food. Watch me dance, lest this day. So good to know he's home to stay. My lost son is home again. No more roaming the world like the wind. I don't care where he's been. My lost son is here again. My lost son is home again. Thought my father would welcome back a boy like me. Now I can hardly believe the celebration feast. My lost son is home again. No more roaming the world like the wind. I don't care where he's been. My lost son is home again. So good to be home again. No more roaming the world like the wind. I won't go back to where I've been. Feels so good to be home again. My lost son is home again. Wo ist Ruben? Wir können nicht ohne ihn feiern. Du versäumst Benjamins Feier. Ich hab keine Lust. Es ist nicht fair. Vater, ich bin zu Hause geblieben und habe dir geholfen, aber für mich hast du nie ein Fest gegeben. Aber sobald mein fauler Bruder wieder heimspaziert, bekommt er eine Feier. Mein Sohn, wann immer du ein Fest willst, wirst du es bekommen. Hä? Ich liebe dich von ganzem Herzen, aber heute ist ein besonderer Tag. Dein Bruder ist wieder zurück. Wie der Baum, den wir gepflanzt haben, als ihr beide klein wart. Im Winter ist er kahl und leer, man könnte meinen, er sei tot. Aber im Frühling erwacht er zu neuem Leben. Ich bin glücklich, denn ich hielt meinen Sohn für tot. Doch er lebt und jetzt ist er wieder sicher bei uns. Los, komm und feiere mit mir. Hilfe! Ruben! Ich war ein gedankenloser Bruder. Kannst du mir jemals vergeben? Willkommen zu Hause, Bruder. Der Vater ist wie Gott. Er ist voller Freude und Vergebung, wenn sich jemand entschließt, ihm zu folgen. Was auch immer wir getan haben, wer auch immer wir sind, Gott wird uns immer lieben. Das überzeugt uns nicht. Gott vergibt auch den Pharisäern. Alle anderen hörten aufmerksam zu, als Jesus noch mehr Geschichten erzählte, und sie lernten, wie wertvoll jedes Kind, jeder Mann und jede Frau für Gott ist. Thank you.
created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. Vor langer, langer Zeit gab es viele, viele Menschen auf der Erde. Und alle taten, wozu auch immer sie Lust hatten, ohne Liebe und Rücksichtnahme auf die anderen. Sie interessierten sich nur für sich selbst und kümmerten sich nicht um die anderen. Was soll denn das? Das ist... Habt ihr noch nicht Gott war getan? Traurig, weil die Menschen seine Lehren vergessen hatten. Jedermann auf der Welt, außer Noah und seiner Familie. Noah und seine Familie arbeiteten sehr hart und sie behielten die Lehren Gottes in ihren Herzen. Also schön, das reicht für heute. Ihr Jungen könnt das morgen fertig machen. Aber Vater, wir hatten ihn schon fast. Nur noch ein paar Minuten. Gott weiß, wie hart du arbeitest, Jabet, mein Junge. Und ich weiß es auch. Aber Gott will auch, dass wir bei Kräften bleiben, damit wir noch seine Arbeit tun können. Du hast wieder recht, Vater. Du musst der weiseste Mann auf der Welt sein. Ich? Oh nein. Vielleicht bin ich der glücklichste Mann der Welt, aber der weiseste, das glaube ich nicht. Aber genug geredet. Wir beeilen uns besser. Ich glaube, eure Mutter macht heute Abend ihren Eintopf. Wir wollen doch nicht, dass er kalt wird. Noah und seine Familie führten ein hartes Leben. Aber sie liebten einander sehr und sie hatten immer genug zu essen. Und Noah vergaß niemals, Gott dafür zu danken. Und Dank sei dir, Gott, für alles, was du mir und meiner Familie geschenkt hast. Danke für die Kraft, damit wir hart arbeiten können, und für die Felder, die wir bepflanzen können, und für das Essen auf unserem Tisch. Amen. Amen. Was ist das? Es klingt, als hätten wir Besuch. Oh, ihr müsst hungrig sein. Liebes, bring mir bitte ein Stück Fleisch und einen Knochen vom Eintopf. Ich glaube, unsere Freunde brauchen etwas zu essen. Alle Wesen Gottes sind wichtig. Hier habt ihr, genießt es. Nichts geht über ein gutes Abendessen, stimmt's? Du bist ein guter Mann, Noah. Mehr? Eines Nachts nach dem Essen gaben alle Noah einen Gute-Nacht-Kuss und gingen zu Bett. Aber Noah ging nicht zu seiner üblichen Zeit schlafen. Er hatte ein seltsames Gefühl. Du siehst müde aus, Liebes. Warum gehst du nicht ins Bett? Kommst du auch? Bald. Ich bin nicht müde. Ich glaube, ich gehe einen Moment hinaus, die Sterne betrachten. Noah ging hinaus, um etwas frische Luft zu schnappen. Er hatte ein Gefühl, das er einfach nicht beschreiben konnte. Er wusste nicht, dass Gott ihn nach draußen geführt hatte. Oh, was ist das? Noah? Gott, bist du es? Ja, Noah, ich bin es. Bitte höre die wichtigen Dinge, die ich dir sagen muss.
Noah, die Menschen lieben einander nicht so, wie sie es sollten. Also habe ich beschlossen, die Erde mit einer Flut reinzuwaschen und neu zu beginnen. Das sind schreckliche Nachrichten. Hab keine Angst, Noah. Ich sage es dir, denn du bist der einzige Mann, der mich noch im Herzen trägt. Ich habe dich und deine Familie auserwählt, mir beim Neubeginn zu helfen. Hör gut zu. Ich will, dass du ein Boot baust, eine Arche. Es gibt so viel zu tun. Ich muss meine Jungen holen, damit sie mir helfen. Wacht auf! Ich brauche eure Hilfe bei einer großen Aufgabe. Ja, ich meine es ernst. Eine Arche, eine große, große Arche. Ist schon gut. Lacht ruhig weiter. Ihr werdet schon sehen. Ah, dieses Feld sollte groß genug sein. Baue sie aus frischem, feuchtem Holz. Sie soll 450 Fuß lang, 75 Fuß breit und 45 Fuß hoch sein. Versiegele die Planken mit Teer. Und innen baue ein Oberdeck, ein mittleres und ein unteres Deck. Hallo, Vater! Hallo. Baue Öffnungen um die ganze Arche herum, gleich unter dem Oberdeck. Und dann mach eine Tür in die Seite groß genug, dass das größte Tier der Erde hindurchgehen kann. Und dann bring zwei Tiere jeder Art auf die Arche und gib ihnen einen sicheren Platz. Thank you.
Noah und seine Familie arbeiteten sehr hart. Vater, wir sind fertig! Ja! Ja, ja, bravo! Wir haben es gut gemacht, meine Söhne. Oh. Wo ist dieser alte Mann, der behauptet, eine Flut würde kommen? Zeigt mir diesen Narren. Mein Vater ist kein Narr. Nur ein Narr baut ein großes albernes Boot in der Mitte eines Felds. Na, dann schauen wir mal. Du bist wirklich ein verrückter Mann. Wie jeder, der so etwas tun würde. Du tätest besser daran zu hören, was ich sage. Gott sagte mir, dass eine schreckliche Flut kommen wird. Es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit. Vater? Es ist richtig, Sie zu warnen, Shay. Uns wovor warnen? Vor der Flut, die niemals kommt? Kommt, wir verschwinden hier. Lassen wir den verrückten alten Mann alleine. Nun denn, danke für die Hilfe. Ich schätze, wir sind Freunde geworden, was? Und es sieht aus, als hätten wir unsere ersten Passagiere. Ach, wenn ich nur herausfinden könnte, wie wir all die anderen Tiere finden sollen. Seid jetzt still, ihr beiden. Seht ihr nicht, dass er versucht, nachzudenken? Vater, schau! Es ist ein Wunder! Es war wirklich ein Wunder. Gott hatte etwas Wundervolles getan. Er hatte zwei Tiere jeder Art zur Arche geführt. Und sie verhielten sich alle friedlich. Sogar die Löwen legten sich still zu den Lämmern. Tiger? Wilde Ochsen? Zebras? Oh. Gott wird uns alle beschützen. Nun, das war's dann. Alle sind da. Was machen wir jetzt, Vater? Wir warten auf den Regen. Es sieht so aus, als müssten wir nicht lange warten, Vater. Schau! Plötzlich zogen sich die Wolken zusammen und ein kalter Wind kam auf. Die Zeit ist gekommen, deine Familie und die Tiere auf die Arche zu bringen. Es wird bald anfangen zu regnen. Gehen wir! Alle an Bord? Alles klar hier unten. Fertig! Ich schließe die Tür auf! Hab keine Angst, meine Liebe. Gott wird uns alle beschützen.
Der Regen bedeckte die gesamte Erde. Selbst die höchsten Berge verschwanden unter den Wassermassen. Abgesehen von den Tieren und Menschen auf der Arche war nichts mehr übrig geblieben. Während ihrer langen Reise kamen Noah und seine Familie den Tieren sehr nahe. Sie alle waren gute Freunde. Groundhogs hide and monkeys climb and long-eared rabbits run. With this bunch I have a hunch we'll have fantastic fun. Hyenas laugh at the tall giraffes, skinny legs and neck. Wild toads amuse the kangaroos with leapfrog up on deck. Noah and his floating zoo sail the ocean to Zeit über hielt Noah Ausschau, wann der Regen aufhören würde, aber es regnete immer weiter. Es regnete und regnete, als wollte es niemals wieder aufhören. Es regnete einen Monat lang, dann noch eine Woche. Dann endlich, nach 40 Tagen und 40 Nächten, hörte der Regen auf. Noah war so aufgeregt, dass er die ganze Familie zusammenrief. Ich habe euch hierher gerufen, weil ich eine Überraschung für euch habe. Der Regen hat aufgehört. Was? Das ist wunderbar. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Wann können wir hinaus? Nun, ich denke, wenn alles gut geht, wird der Boden vermutlich ungefähr in weiteren 6 Monaten wieder zu sehen sein. Alle waren enttäuscht über diese Nachricht. Denn obgleich sie sich alle sehr liebten, waren sie es müde geworden, auf der Arche zu sein. Doch sie warteten geduldig. Viele Monate vergingen. Thank you.
Nun, was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Alles wie immer. Oh. Nichts als Meer. Wir werden dieses Boot niemals verlassen können. Wie sollen wir überhaupt erfahren, ob es trockenes Land gibt? Wie sollen wir jemals erfahren, ob wir in der Nähe von Land sind? Es ist hoffnungslos. Was für ein Gespräch ist das denn? Seid ihr die gleichen Männer, die mir geholfen haben, Gottes Arche zu bauen? Hat er uns nicht all die Zeit beschützt? Natürlich. Vater hat recht. Aber wie können wir denn herausfinden, ob es trockenes Land gibt? Das brachte Noah zum Nachdenken. Und schließlich hatte er eine Idee. Er ging und holte einen der Raben und brachte ihn zu einer Öffnung in der Arche. Dann ließ er ihn fliegen. Er dachte, wenn der Rabe Land finden würde, brächte er vielleicht etwas mit zurück. Aber als der Rabe zurückkehrte, trug er nichts bei sich. So beschloss Noah, eine Taube fliegen zu lassen. Viel Glück! Aber auch die Taube kehrt ohne Mitbringsel zurück. Noah wusste, dass Gott sie nicht im Stich lassen würde. Er wartete noch eine Weile und dann schickte er die Taube von neuem los. Trug sie einen Olivenzweig. Vater, das sind wunderbare Neuigkeiten. Wir müssen sehr nah an trockenem Land sein. Ja, Sohn, wenn wir an Gott glauben, wird er uns alle retten. Und auch du hast uns beschützt. Und bald darauf landete die Arche auf dem Gipfel eines hohen Berges. Als es sicher war, hinauszugehen, sprach Gott erneut zu Noah. Noah, du und deine Familie und all die Tiere könnt nun herauskommen. Die Erde ist trocken. Geht hinaus in die Welt und habt viele Kinder und erzählt ihnen von mir. Und damit ihr sicher sein könnt, dass ich niemals wieder eine Flut über die Welt kommen lasse, werde ich nach jedem Regen ein Geschenk am Himmel hinterlassen. Etwas, das euch an mein Versprechen erinnern wird. Und so dankten Noah und seine Familie Gott für alles, was er für sie getan hatte. Und Noahs Söhne bekamen viele, viele gute und starke Kinder, die Gott sehr liebten.